Hey ho, hier ist wieder der Dudenman und weiter geht's bei Schleichfahrt. Letztes Mal gab's einen relativ schnellen Abgang von mir, weil unsere Zeit abgelaufen war, waren genau 15 Minuten. Und ich bin immer noch genau da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Also, wir sollen Benny Spoon in Neopolis treffen. Wir sollen im Gibbs Canyon Piraten bekämpfen und dann Goldgeschmeide nach Neopolis bringen. Also, machen wir erstmal die Mission. Würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe. Ich glaube ja, aber speichern wir nochmal. Jetzt beim Waffenhändler vorbeischauen. Repariert bin ich. Ja, der hat nur Ultraschrott. Ja, machen wir einfach Piraten im Gibbs Canyon. Nav A ansteuern, in den Canyon vordringen. Die Torpedotürme zerstören Basis Gastanks. Ja, da gibt es eine Verteilereinheit, denke ich mal. Ja, das hier war eine Mission, Ziel erfasst. an der ich im Alarm Originalspiel bereit. ewig und 3 Tage gehangen habe, weil ich etwas zu blöd war. Navigationspunkt erreicht. Man muss nämlich hier einfach unten bleiben, soweit ich mich erinnere. Und dann in der Station einfach mit Torpedos um sich ballern ohne Ende. Hier gibt es leider keine Strömung. Ich dachte, da geht es irgendwie Strömung. Also haben wir Geschütz. Zielaufschaltung geortet. Ziel Ja. identifiziert. Hier gibt es Strömung. Doch, hier gibt es Strömung. Aufschaltung geortet. Ja, Ziel dummerweise habe verloren. ich vermasselt. Nee, doch noch. Man muss hier allerdings aufpassen. Hier gibt es hier 2 Geschütztürme und die Geschütztürme orten Aufschaltung geortet. in Schleichfahrt nur passiv. Okay. Nein, sie orten aktiv und sie ballern, was das Zeug hält. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Deswegen, naja, fahren wir halt schnell durch den Canyon. Schauen wir mal, was da rumhängt. Ein Ziel Piratenfrachter, erfasst. okay. Ein Panzer. Scout. Zielaufschaltung geortet. Da sind Helinox-Tanks. Da ist noch ein Helinox-Tank, noch ein Helinox-Tank. Da ist ein Helinox-Verteiler. Ziel erfasst. Wunderbar. Ziel identifiziert. Big Bang 2. Und die hätten wir vielleicht Torpedo vorher laden bereit. sollen. Ziel Hallo. erfasst. Ich Torpedo feuern will. Ah, wunderbar. Helinox-Verteiler. Stirb. Ich ja immer noch einen Hammerhead hinterher. Torpedo bereit. So, die Gastanks sind alle putt. Hoffentlich. Die Steuereinheit. Nun aber, da ist die Steuereinheit. Dann. Ja, ich habe immer noch nicht Torpedo nachgeguckt, wie man bereit. das Ganze hier etwas schneller machen kann oder besser steuern kann. Achtung, navigiert. Ah, und da bin ich nicht geflogen. Das war natürlich nicht gut. Aber so oder so ähnlich macht man das. Ich muss nur näher am Boden bleiben, darf nicht so weit hoch. Und dann funktioniert das. Ja, kann sein, dass ich nur ein Ziel paar Mal fehle erfasst. bei dieser Mission, aber macht ja nichts. Sonar bereit. Wir haben ja Zeit, ne? 15 Minuten. Navigationspunkt Nebenher. erreicht. Also. Früher dachte ich auch immer, man müsste die Helinox-Tanks einzeln kaputt machen. Aber man sollte diese Tipps da wirklich ernst nehmen. Mal gucken, ob ich es hinkriege.
Okay, jetzt halte ich 2 Meter vor der Strömung an. Aufschaltung geordnet. Jetzt hat er mich. Und jetzt ballert er, was das Zeug hält. Das Problem ist auch so ein bisschen, man muss hier durch so ein kleines bisschen durch die Minen navigieren. Man wird hier verdammt schnell. Ja. 120 Stundenkilometer, 130 Stundenkilometer. Aber ist auch ganz okay, dann kommt man einigermaßen zügig aus dem Canyon raus. 95 Sachen habe ich immer noch drauf. Diese komischen Totempfehle, da sind Minen. Also, die sollte ich nicht treffen. Die Viecher da feuern zum Glück keine Torpedos ab. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ja, wo sind denn die Helinox-Tanks wieder? Aufschaltung geortet. Ah, Big Bang laden. Torpedo bereit. Ziel identifiziert. So, Ziel erfasst. Ziel erfasst. Zack, die Rotzer. Das Ding ist assi laut und wird hoffentlich nicht abgefangen. Ziel zerstört. Wunderbar. So, wo war denn der Verteiler? Da hinten. Steuereinheit. Wunderbar. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel identifiziert. Und mein Big Bang ist wieder unterwegs. Torpedo bereit. Ziel zerstört. Wunderbar. Bum, 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 bum. Jules 1, Wohnstation. 2426 Meter. Ich dachte früher immer, man müsste da alles kaputt machen. Aber, nö. Es reicht vollkommen, die beiden Einsatzziele zu erreichen. Wir sind auch eigentlich gar nicht kaputt. So, geht uns gut. Alles klar, ne? Supi. Dann auf nach Neopolis. Oh, noch eine Mission. Hey, wer hätte das gedacht? Dass bei einem Geldtransport gierige Piraten nicht auf sich warten lassen, war ja klar. Carlos Fleischmann. Und ist ein schmieriger Rassist. Okay. Abschaltung geortet. Achtung, Torpedo. Ziel erfasst. Ach du große Nummer. Ja. Bereit. Ich habe lustigerweise überhaupt gar keine Torpedos eingepackt. Das heißt, was wir jetzt machen, ist stures Kopf. Jetzt gucken, dass wir hier Dead an. Achtung, Torpedo. Das ist ein Fleischmann. Dann. Lieber Fleischmann. Achtung, Torpedo. Oh Mann, du nervst. Ziel identifiziert. Lieber Fleischmann, viel Spaß mit dem Arbeit, Shark. Okay, doch kein Spaß. Autopilot. Der Torpedo hat es nicht mehr gekriegt. Neopolis, Hauptstadt der Atlantischen Föderation. 2203 Meter. Komische Mission. Also wirklich komisch. Ich speichere trotzdem mal. Ich habe, glaube ich, nichts abgekriegt. Aber ich stock jetzt erstmal auf. Also, unglaublich. Reparier mein Schiff. Ja, bitte. Ich will endlich ein anderes. Bitte gib mir ein anderes Schiff. Bald. Ich mag die hier auch nicht mehr. Auch wenn sie mir brav gedient hat, aber das ist irgendwie nicht so toll. Die raus. 2 Man-Eater 2 rein. Und 2 Big Bang rein. Wie ihr seht, habe ich auch schon jede Menge Kohle. Also eigentlich könnte ich mir schon ein bisschen Kram leisten. Ich speichere nochmal, weil es so viel Spaß macht. Aber, ja. Hab ja ein scheiß Schiff, ne? Da haben wir wieder den Herrn Franco Farelli. Aber sollten wir nicht noch irgendwie Wohnhalle Alpha oder Wohnhalle Beta jemanden treffen? Quartier Beta. Benny Spoon. Yeah, ich brauche einen Job. Flint. Du fällst mir voran, wie du nicht auf die Knie. Nein, 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 nein. Also er hat einen Job.
3,5 würde mir dafür geben. Gut. Kämpfe Piraten vor Jules 1. Habe ich das nicht vorhin schon gemacht? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nö, da gibt's auch nichts. Nö, haben wir auch nichts. Dann reden wir noch hier mit Franco Farelli, der bestimmt meint. Ich sage ja, wenn der soll, stimmt. Bleib mal nein, gib dich nach. Okay. Noch. Triff Cox. Central Place in Neopolis. General Cox. Der ist zufrieden mit mir. Peacock. Und der Typ ist, glaube ich, General hier auch. Der müsste. Genau. Mokjunge. Reden mit Mokjunge in Neopolis und berichte Cox über das Gespräch. Ja, gut. Hallo, Mokjunge. Hallo, hallo. Wo seid ihr denn? Wohnhalle? Mokjunge. Lung. Der große Gott der Mok. Hey, Tolkien finde ich auch toll. Oh Mann. Naja, sind wir ein bisschen vorsichtig. Was kann ich tun? Was willst du dich? Yeah. Wohin? Wenn ich für den Ausflug in meiner Lunge hatte, ich kann der Geld machen. In der Oberfläche finde ich genug, wenn wir dorthin zurückkehren. Ja, muss immer so ein bisschen aufpassen. Und auf Wallfahrt. Ich brauche jetzt Antworten. Ja, ich denke mal, wir sollen dann wieder zurückgehen. Übergeschnappte Quatschköpfe, bla 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 bla. So, also die wollen mich wieder hoch an die Oberfläche. Und ich glaube, wir haben nochmal Piraten zu vernichten. Swift Peacock und Deep Draft 2. Und dann speichern wir das hier mal, weil diese Klickerei habe ich, will ich echt nicht nochmal machen. Und lass uns ein bisschen Piraten bekämpfen vor Jules 1. Achte auf Gun Tower. Ja, was wollt ihr denn von mir? Schon wieder. Nav B. Ach komm. Wo ist Nav B? Ziel erfasst. Die haben diese Energieversorgung angepeilt. Gut. Ich lasse meine Hammerhead Sharks noch ein bisschen drin. Ein paar Piraten killen kann nicht schaden. Ziel erfasst. Identifiziert. Hello. Aufschaltung geortet. Ja. Das ist weg, oder? Also 100 Meter müsste ich eigentlich noch kommen. Ich muss doch nicht treffen. Okay. Da ist der nächste Scout. Und noch einmal noch ein Scout. Irgendwo regnet es hier. Cool, aber das hat mich nicht gut. Da haben wir den nächsten Scout. Okay, jetzt ist er gut. Was soll ich machen? Rücken Panzer an. Okay. Ziel erfasst. Zerstöre die Scouts, sie müssen Zeit gewinnen. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache hier eine Pause, mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Episode, wenn wir diese Mission zu Ende machen. Das war's, euer Dudenman.